Wenn jemand von euch gut Halloween-Skins pixeln kann oder so, ich brauche unbedingt einen Halloween-Skin. Wenn ihr Bock habt, dann macht mir einfach einen und sendet mir den auf Twitter oder so, dann nehme ich den und dann werde ich euch auf jeden Fall auch in der Folge erwähnen. Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skywars. Wir spielen heute mit dem Kit, mit dem Kit Schneemann. Und zwar haben wir hier schön viel Schneeblöcke am Anfang durch eben unser Kit. Und dadurch haben wir auch Schneebälle, ohne dass wir in der Mitte waren oder Eier oder sonst weiß ich. Wir brauchen nämlich jetzt keine Eier mehr, denn wir haben Schneebälle. Was aber vielleicht trotzdem noch ganz wichtig wäre, ist ein Schwert. Das Problem ist, wir haben jetzt kein Schwert. Da mache ich mir mal ganz eben, ja, Eisendinger. So, zack, dann. Und jetzt kann ich mir ein Dia-Schwert machen. Ist, glaube ich, so echt am klügsten. Zack, okay. Nice. Das haben wir jetzt. Genau, die Kettenhose ist, glaube ich, besser. Goldener Apfel. Wasser. Nee, TNT brauche ich jetzt nicht. Okay, aber meine Schneebälle, wenn ich... Ohne Witz, die brauche ich jetzt echt im Inventar. Und dann bauen wir jetzt in der Zwischenzeit einfach mal die Dias ab. Ich habe jetzt nicht unbedingt vor, in die Mitte zu gehen. Ich habe vor, einfach die Leute mit den Schneebällen runter zu kicken. Vielleicht klappt das ja sogar. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, aber ich mache mir jetzt erstmal hier einen schönen Helm. Zack. Schöner Diamanthelm hier. Muss ja auch ein bisschen rumprotzen. So, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Kisten gibt, ich glaube nämlich nicht. Boah, der hat gutes Equipment, der Typ, ne? Kannst du dich nicht rüberbauen oder so? Das würde mich schon dezent freuen. So, er denkt sich jetzt so, was macht er da, was macht er da? Oh, oh. Ja, was möchtest du, hm? Was willst du von mir? Oh mein Gott! Das war knapp. Das war richtig close. Oh oh. Jetzt merkt er, hui, der hat aber Schneebälle. Das ist aber ziemlich riskant. Hui, hui. Okay, ein Schneeball habe ich noch, Leute. Der muss aber, wenn dann jetzt sitzen, sollte ich den Typen jetzt hier runterwerfen wollen, dann muss das wirklich sitzen, ne? Ui, ui, ui. Oh mein Gott, ich habe ihn gekillt. Das hätte ich nicht gedacht. Habe ich denn so viel Schaden gemacht? Der hatte einen Wert mit Schärfe und Rückstoß. Ich dachte ehrlich, das war mein Ende. Aber es war nicht mein Ende, zum Glück. Okay, jetzt ganz schnell ausrüsten, weil der hatte echt gute Sachen. Zack, zack, zack. Okay, noch Schutzschuhe. Und hatte der noch nicht... Der hatte doch eine bessere Hose, oder? Hatte der keine bessere Hose wie hier? Nee, hatte er, glaube ich, nicht. Gut. So, also unser Schneemann-Kit hat uns jetzt auf jeden Fall schon geholfen. Wir haben die Leute ein bisschen verschreckt und... Ich habe ein Rückstoßschwert. So, gut. Also Rückstoßschwerter. Er schreibt, was? Ja. Bisschen aufpassen, mein Lieber. Mit einem Rückstoßschwert ist nämlich echt nicht zu spaßen. Damit fliegst du nämlich ganz, ganz schnell weit weg. So. Gut. Ein Diamant bräuchte ich noch. Ich könnte jetzt natürlich darüber gehen. Ja, weißt du was, das mache ich jetzt einfach auch. Ich habe zwar Angst, dass mich jetzt irgendjemand selber mit Schneebällen drunter wirft, aber... Ach, gut, das haben wir. Das hätten wir dann mal. Scheiße. Ich habe ja sonst nichts anderes. Die will sich jetzt auch drüber bauen. Moment. Dann mache ich mir aber noch selber. Jetzt ganz schnell so chillig eine Hose nebenbei, wo die mich jetzt angreift. So. Oh, oh. Achtung. Lol. So. Er wird sterben. Okay, er hüpft runter. Nice. Läuft bei ihm. Gut. Eine Hose haben wir. Ich hab gewonnen. Lol. Ich habe das jetzt gar nicht gecheckt. Ich wollte mir jetzt eigentlich noch meine Hose enchanten und so weiter. Aber war trotzdem eine echt schöne Runde. Ja, nice.
Also Leute, wirklich, ohne Witz. Rückstoß 1 und Schärfe 1 ist das Beste, was man einfach auf dem Schwert haben kann in Skywars, meiner Meinung nach. Also Rückstoß ist dann wirklich so OP. Das Schneemann-Kit hat uns trotzdem geholfen, weil damit haben wir teilweise die Leute auch abgehalten und so weiter. Die hatten dann ein bisschen Schiss. Und ja, ich würde sagen, genau was ich sagen möchte, wenn jemand von euch gut Halloween-Skins pixeln kann oder so, ich brauche unbedingt einen Halloween-Skin. Wenn ihr Bock habt, dann macht mir einfach einen und sendet mir den auf Twitter oder so, dann nehme ich den und dann werde ich euch auf jeden Fall auch in der Folge erwähnen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vergesst die positive Bewertung nicht. Macht's gut und ciao.